Pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Let's go! Shut up! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und das, wie man schwer erkennen kann hier, ne, ist GTA 5. Ihr habt abgestimmt, ich habe hier die Umfrage gestartet. Und ja, GTA ist es nun. Und wir werden direkt mal hier die Audio ein bisschen bearbeiten. Denn das ist krass laut. Oh mein Gott, ich darf das nicht hören. Dank der geilen GEMA. Ah, bla 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 bla. So. Das müsste passen. Und jetzt würde ich sagen, einfach... Okay. Wir befinden uns hier... Können in die Ego-Sicht wechseln. Boah, die Ego-Sicht ist hier geil. Boah, wie geil. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. What's he doing? In the back. Los, rein da. Los, alle. Alle, sagte ich. Weg mit euch. All set. Phone it in. I'm calling it. Fall nach oben, das. Ja. Drücke Kontakte ist Enter. Okay, nochmal Enter. 2, 1, boom! Geil. Orte sind da im Radar durch die Markierung gelbes Punkt markiert. Okay, dann lass uns direkt mal hier durchgehen. Ah, so kann ich rennen. Sehr gut, so kann ich rennen. Das wollte ich nur wissen. So. Und wir sind direkt in einer Bank oder so. Wir müssen hier rein. Sammle das Geld auf. Ein. Und wir müssen direkt das Geld einsammeln. Alles. Da hinten ist noch Geld, wie man auf der Map sieht. Verpackt schön. Oh. Ziemlich viel Geld. I saw your face. I'll remember you. You forget 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Halte links alt gedrückt, um dir die Charakter benutze, während du bla 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 Charakter und lass dann los, um ihn zu wechseln. Ah, okay. Mit der Maus wähle ich den. Stimmt genau. Erledige die Wache. Alles klar. Zack, Headshot. Move, bitch. Get out of the way. Drücke Q, um in Deckung zu gehen. Alles klar. Jetzt ist dieses kleine Tutorial hier noch. Stell die Zünder ein. Schneller. Schneller, schneller, schneller. So. Komm, 3, 2, 1, boom. Ja, drücke. Okay. Öffne das Rolltor. Machen wir. Roter Knopf ist immer gut. Oh, ich will in Deckung. Ja, okay. Jetzt bin ich auf CS:GO gewöhnt. Und deswegen schießt gerade so ein Salven. Hier mein scheiß Handy und das brummt die ganze Zeit. Weg damit, Alter. Wo ist denn jetzt... Ich muss auf jeden Fall gleich meine verfickte Steuerung anpassen. Oder kann ich jetzt auch eigentlich machen? Ey. Ey. Ja, gut. Einstellungen, Tastatur und Maus, Mausempfindlichkeit umschauen. Ah, nee, höher. Weil die ist krass niedrig. Ja. Ciao. Wollte ich doch haben. Da ist noch einer. Weg damit. Da ist auch noch einer, den sehe ich. Wo bist du? Der ist auch tot. So, links alt. Den kann ich nicht. Doch, kann ich auswählen. Okay. Einfach durchhalten. Geil. Durchhalten. Das ist doch geil, Alter. Oh oh. Oh 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 oh. Kein Muni. Keine Muni. Nice. Schnell hier rein. F, okay. Nice. Einfach weg damit. Nice. Lass mich fahren. Cool. So, jetzt kann ich auch ein bisschen erzählen. Okay, S. Okay, verstehe ich. So, ich habe damals nur GTA 5 auf der Konsole gespielt, also Xbox 360. Und da sah alles natürlich ein ganz klein bisschen anders aus. Und da gab es natürlich auch nicht die Ego-Sicht. Boah. Jesus Christ. You guys all right? Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Toy. The fucking bed. Someone must have fucking talked. All right. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit. Oh Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be. Fucking gonna bleed out. Go. No. Fuck you. Fuck you. Sieht die Cops aus. Alles klar. Verpisst euch. Schwöre! Das ist geil, das finde ich richtig nice. So. Okay, da ist zu Ende. not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves, so perhaps we should not... Rockstar Games presents... We are born of sin, and we die in sin. A Rockstar North production. We do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Grand Theft Auto V. Ja, wie gesagt, ich habe GTA 5 nur immer auf der Konsole gespielt, Xbox 360, und fand es da eigentlich ziemlich lame, wegen den Ladezeiten und alles. Auf PC ist ja jetzt alles anders und sieht einfach besser aus und schneller, und ich kann es auch aufnehmen. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Don't bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Alles klar, jetzt spielen wir Franklin und Lamar. Ja, wir bleiben in der Ego. Boah, geil. Wähle eins der Autos. Ich denke, ich nehme den Audi. Geil. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga. Vogel Lamar. Alles klar. So, erstmal Auto fahren. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for you, bitch. Boah. Boah, die steuern sich dann doch ein bisschen anders mit Tastatur und Maus als mit Gamepad. Oh, shit. Ah, okay, das ist ein Slow-Mo. Die Franklins Fähigkeit ist eine Slow-Mo-Fähigkeit. Ich glaube, das Auto wird nicht heil ankommen. Geil. So. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, okay. Was wollte ich denn jetzt dazu noch sagen? Ja, Franklin ist halt ein Typ, der viel Geld hat, aber auch leicht verrückt ist und eine Familie hat, einen Sohn, eine Tochter und eine Frau. Oh, scheiße. Oh, fuck. Lol, die Gasse runter, hat er gesagt. Toll. Wo bist du? Okay, ich hab's nicht mit angesehen. Nein. Oh, shit. Ah, da. Alles klar. Nein, Polizei, Polizei. Ich will nicht mit der Polizei kollidieren. Oh, fuck. Alter, das Autofahren muss ich unbedingt nochmal üben. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. So. Kamera. Jawohl. Nochmal aus der Ego-Sicht. Oh. Das steuert sich doch ziemlich direkt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, oh, oh. Das ist nicht gerade schlimm. Sieht echt cool aus. Muss man sich zeigen. Oh, fuck. Da muss man sich zwar erstmal dran gewöhnen, aber dann sieht es echt cool aus. Oh, fuck. Hier rein, okay. Ha, alles klar. Habe ich. Das gehört, glaube ich, auch noch zum Tutorial, so wie man Auto fährt und so weiter und wie man Licht anschaltet. Blinken kann man hier nicht. Ich bin noch genau hinter dir. Ich bin genau hinter dir. Was willst du von mir? Jawohl! Das Auto ist noch beinahe ganz. Oh shit, wir müssen hier weg. So schnell wie möglich. Oh fuck, nicht hierhin, nicht hierhin, nicht hierhin. Dahin. So. Wohin? Hilfe! Dahin. Bleib da. Nicht dahin. Ich glaube, ich muss hier einfach nur weg. Oh fuck. So. Einfach nur fucking weg. Schön in der Ego-Perspektive wieder, das werde ich diesmal ein bisschen ausnutzen. Weil auf der Konsole hatte ich das halt nicht. Das finde ich dann schon doch ein bisschen geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt müssen wir halt aus dem Sichtkegel der Polizisten bleiben, sodass ihr uns nicht mehr findet. Unten auf der Karte kommt sie ziemlich nah, aber das ist dann auch... Ah, um nicht zu ducken, benutze ich X. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh Gott. Die Ego-Sicht ist dann doch ein bisschen unübersichtlich. Ah, hier rechts rein. Ich bin echt mal gespannt, was GTA so für uns parat hält. Wie lange es uns motivieren kann. Ich werde ja einmal hier jetzt den Singleplayer-Let's Playen und den Online-Modus. GTA hat immer zwei Seiten. Einmal den Online-Modus, der dieses Jahr echt gut gelungen ist. Und den Singleplayer, der genauso gut ist. So einfach ducken. Bin ich mir da. Tschüss. Wie sieht das denn aus? Fupp. Fupp. Und... Dieses Radio dürfen wir nicht... Nee, das Radio dürfen wir nicht hören. Erstmal hören. Alles klar. So, wir nehmen einfach mal das. Oh, fuck. Jetzt habe ich zu sehr rumgespielt und habe nicht auf die Polizei geachtet. Mann! Das dauert jetzt schon wieder viel zu lange. Ich muss hier weg. Weg, weg. Wir müssen in irgendeine Seitengasse, Seitenstraße. Ja, nee, nicht hier. No, dann spawnt die Polizei wieder vor einem. Nein! Delicious. Oh, oh. Oh, oh. Einfach hier reinfallen. Komm schon, das passt. Das passt, oder? Erstmal ducken. Die sieht uns nicht, oder? Jawohl, die sieht uns nicht. Die sieht uns einfach nicht. Sind zu sneaky. So. Müsste nicht lange dauern, dann ist sie auch schon weg. Genau. Da ist sie weg. Wir haben keine Motorhaube mehr. Und... Unser Auto geht bald in Flammen auf, wenn wir so weitermachen. Oh, shit. Also ans Fahren muss ich mich echt noch gewöhnen. Das dauert auch nicht mehr lange. Ich glaube, das wird so in den nächsten Folgen schon schaffen. So, schön da abstellen. Beim Autohaus. Das ist Simeons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real or mean. He gonna get all this for money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Wo fahren die jetzt raus? Die fahren gar nicht raus, schade. Dann halt nicht. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes einzigartiges Fahrzeug. Und das unseres. Der Bravado Buffalo S Sportwagen. Ups. Du kannst die iFruit-App auf deinem Blabla. Braucht keiner. Weil das habe ich nämlich damals bei der Konsolenversion mal gemacht und das war echt unnötig. Es hat richtig viel Speicher gezogen. Also es ist schon so 100 MB oder so groß. Und es braucht einfach keiner. Es braucht echt keiner. Weil das nur Scheiße ist. Oh shit. Ups. Ah, okay. Da oben läuft immer noch das Tutorial. Wer sich das durchlesen will, kann es ja machen. Wir fahren so lange mal gegen andere Autos, immer und immer wieder. Und wir packen jetzt hier. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Lamar is cool. Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Okay, das ist jetzt unser Zuhause. Das Bett, Badezimmer, Wohnzimmer. Wir können Fernsehen, wir können was anderes anziehen. Wir können schnell speichern. Wir können auch so speichern. Kleiderschrank, genau. Und jawohl, jetzt. Ups, warte. So. Bestanden. Bla bla bla. Du kannst Mission erneut spielen. Bla 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 bla. Okay. Braucht kein Mensch. Weiter. So. So.